Freunde, was geht ab? Wir sind gerade in Erlangen angekommen. Das liegt bei Nürnberg und heute haben wir unseren hoffentlich wohlverdienten Off-Day. Endlich. Ich bin, glaube ich, ungelogen. Man sieht es mir, glaube ich, auch an. So müde wie fast noch nie. Aber trotzdem habe ich jetzt nicht wirklich Zeit, mich auszuruhen, weil ich unbedingt in die Stadt muss. Muss dann auch noch 2 Videos schneiden, aber dafür geht es dann heute auch hoffentlich ein bisschen früher ins Bett als sonst. Ja, ich kann euch einfach mal mein Zimmer zeigen, wo wir gerade so angekommen sind. Es ist gerade 10 Uhr morgens. Wir sind so um 8 Uhr hier angekommen oder so. Man kommt hier rein. Hier ist erstmal so ein Schrank. Sehr attraktiv. Hier habe ich überhaupt noch nicht reingeguckt. Gibt es hier irgendwas? Ein Tresor? Aha, ja, interessant. Braucht kein Mensch. Hier haben wir das Badezimmer. Ist auch sehr schnuckelig. Alles sehr schön gemacht. Hallo. Hier haben wir eine Dusche, das Klo zum Kacken und alles. Das ist mein Problem, Freunde. Könnt ihr euch selbst in der Kamera sehen, hier oben im Bildschirm? Nein. Warte mal, natürlich könnt ihr euch nicht sehen. Ihr müsstet mich da drin sehen. Das Problem ist, dass mein Bildschirm kaputt gegangen ist. Und ich dachte erst, die Aufnahme würde auch so sein. Ist sie aber nicht. Aber der Bildschirm ist kaputt. Das heißt, jetzt wird es langsam wirklich mal Zeit für eine neue Kamera. Die ist nur leider überall ausverkauft. Scheiße, ich muss die jetzt irgendwo herbekommen. Aber mal gucken, ob das noch was wird. Ja, hier kommen wir dann ins Zimmer. Ich habe keine Ahnung, warum ich 2 Betten habe. Hier haben wir einen kleinen Fernseher. Und einen Schreibtisch. Hier haben wir ein paar Gummibärchen. Hier haben wir ein bisschen Knickknacks und sowas. Ja, und hier lade ich gerade mein Video hoch, was gestern rausgekommen ist. Und jetzt muss ich mir auch schon fertig machen, weil gleich geht's auch schon wieder los in die City. Meinem Kopf geht es übrigens deutlich besser. Der tat noch ein bisschen weh, aber jetzt tut er nicht mehr weh und das ist sehr gut. Ich hatte mir echt Sorgen gemacht, weil mir teilweise wirklich so hart der Kopf weh getan hat. Mir war auch ein bisschen schwindelig, dass ich so dachte, okay, gleich kannst du hier auch mit den Sanitätern mitgehen, die sich hier um die Fans kümmern. Da kannst du direkt mit einsteigen. Aber es ist alles gut und ich bin sehr beruhigt. Eigentlich muss ich euch noch eine krasse Story erzählen. Ich glaube, ich wurde noch nie so hart in meinem Leben geweckt wie heute Morgen. Ich glaube, André und Simon und so haben gestern ein bisschen Scheiße mit dem Busfahrer des Crewbusses gemacht. Wie auch immer, auf jeden Fall kam er heute Morgen rein und dachte, er müsste es uns heimzahlen. Also in meinem Tiefschlaf versunken. Und ihr müsst wissen, wenn ich im Tiefschlaf bin, in einem Nightliner, in einem Bus, der fährt und wackelt, ich im Tiefschlaf, das muss schon was bedeuten. Das heißt, ich war obermüde. Auf einmal morgens um 7:30 kommt der rein. Aufstehen! Brüllt uns an. Richtig krank. Aber es ist ihm auf jeden Fall gelungen. Er hat es uns gut heimgezahlt. Ich kannte ihn nicht mal so. Ich hatte damit gar nichts zu tun, aber wir stecken alle in einem Boot. Ich kann nicht fassen, wie scheiße ich heute aussehe. Es tut mir sehr leid, aber so müsst ihr leider heute damit klarkommen. I'm sorry! Luna, sag mir, was du da siehst. Also das ist alles blau, spacey. Guck mal, meine Kamera. Blau, negativ und... Aber die filmt noch. Was siehst du da? spielt das, filmt das denn? Oder es filmt und es sieht auch normal aus, wenn ich es runterziehe. Aber so kannst du dich ja... Du kannst ja nichts sehen. Ist die Scheiße, ne? Kriegst du jetzt eine neue her? Müssen wir jetzt kaufen. Meinst du, die gibt's da? Nein. Haare gekämmt. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir in Bayern sind. Hauptsache, unser Tourbus wurde hier schon entdeckt. In Erlangen. Was ist Erlangen? Keine Ahnung. Wir machen YouTube-Videos und sind gerade auf Tour. Ach so, okay. Aber nicht. Das war ja einfach. Ich dachte, das dauert jetzt ewig zu erklären, was wir machen. Und was ja. ist denn da? Das ist eine kleine Das sind Kamera. Kleine Kameras zum ja. Vloggen. Das kann man hier so aufnehmen und es ja. filmt dann hier alles so. Ach so ja. Das machen wir jeden das Tag. Ist auch klein. Vloggen und gleichzeitig anschneiden. It's a struggle. Ist das Ach so, und oh, danke. Gibt's dort auch Sparkassen? Oh, sorry. Ich Ich glaube, Props an die Taxifahrer hier in Nürnberg, ganz ehrlich. Daran sollten sich die Taxifahrer in Köln mal ein Beispiel nehmen. Wir sind jetzt heile angekommen. Die Taxifahrer hier sind super lieb. Zumindest er hat gut vorgelegt für ganz Nürnberg. Und jetzt muss ich mir eine neue Kamera kaufen. Hoffentlich bekomme ich die hier auch. Die ist halt überall ausverkauft. Ich hoffe, die gibt es wenigstens noch hier. Hey, da bin ich. Wie erwartet, auch hier ausverkauft. Ich werde es gleich nochmal bei einem Photoshop versuchen. Mittlerweile sehe ich nämlich auf dem Bildschirm fast gar nichts mehr. Jetzt holen wir noch ein Ladekabel für die Kitty. Alle brauchen neue Ladekabel. Es ist unglaublich, diese scheiß Ladekabel. Leute, erfindet endlich mal Ladekabel, die halten. Bitte. Das ist also Nürnberg. Hier gibt es gerade so einen richtig geilen Obst-Gemüsemarkt. Oh mein Gott, eine Kokosnuss. Komm, Luna, wir kaufen uns eine Kokosnuss. Ich gebe dir eine aus. Wir sind so 10 Schritte in die Innenstadt gegangen und ich finde sie jetzt schon schön. Was? Guckt euch das mal an, Alter. Nürnberg, du bist ja richtig hart drauf. Oh, ich werde fast reingelaufen. Jetzt. Nürnberger denkt sich auch, wir sind komplett bescheuert. 4 YouTuber stellen sich um einen Brunnen und filmen den einfach die ganze Zeit. Hey, voll schön. Ih, voll nass. Yo, Leute, ich habe mir gerade eine Kokosnuss gekauft und ich werde jetzt zum ersten Mal probieren. Mmh. Oh mein Gott, richtig geil. Ich kenne ja nur dieses Kokosnusswasser aus diesen Tetrapacks. Das heißt so Kokosnusswasser. Es schmeckt aber richtig eklig, das ist so voll sauer und so. Aber das hier schmeckt richtig geil. Nicht so typisch nach Kokosnuss, aber geil, anders geil. Das ist so wie, weiß nicht, es ist halt Milch, Kokosmilch. Das ist mega cool. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Mega geil. Boah, wie geil ist das denn? Oh, geil.
Oh Gott. Mit links kann ich die nicht fangen. Ihr habt jetzt natürlich nicht das ganze Outfit gesehen, aber hier seht ihr schon mal den Pulli, den ich mir jetzt zulegen werde und meine frische Jogginghose dazu. Das ist einfach für die Tour, damit ich was zum Chillen habe im Bus, weil ich habe keine richtige Jogginghose. Und wenn man 7 Stunden abhängt im Bus, dann muss man sich chillig anziehen. Da kann ich nicht rumlaufen mit Hose. Das geht nicht. Huch, wo sind wir denn schon wieder gelandet? Das sieht ganz nach Tattoo-Studio aus. Ich lasse mir endlich meine Hand vervollständigen. Das heißt, das, was noch fehlt, wird jetzt noch nachgemacht und zwar die unteren Finger. Paola will Sascha pranken. Paola will sich Sascha draufschreiben lassen, aber nur malen lassen und prankt ihn richtig. Wo willst du es hinmachen? Ja. Und dann so ganz schön so. Ey, was ist, wenn wir das einfach mal feiern? Muss machen. Jetzt geht's noch. Den anderen habe ich ja durchgehend beleidigt. Und wir schön sein, will muss sein. Das sagt meine Mutter auch immer. Alles, was weh tut, ist gut, weil ich schön bin. Sie will mein Tattoo stechen. Kann ich einen Punkt machen? Ich kann einen Punkt machen, ne? Für dich okay, ne? Ja. Für dich aber auch. Kann man nicht mit der Nadel, wenn sie das jetzt macht, kann sie da nicht zu weit reindrücken? Ja, nur wenn ich feste drücke. Ja, drück aber nicht feste. Nein. Okay, dann stichst du mir einen Punkt. Wie bei Joko und Klaas ist das hier echt gerade. Die müssen noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen das länger. Kriegen wir auch noch hin. Moment eben. Schule kurz um. So, Lektion Nummer 1. Annika lernt tätowieren. Annika, guck bitte ganz genau hin. Easy, wo muss ich drücken? Leute, in der folgenden Szene achtet mal bitte drauf, wie oft Annika aus Versehen diese Nadel an- und ausmacht. Zählt mit und schreibt mir in die Kommentare, wie oft es war. Nur mal so, sie hat das noch nie gemacht. Warte kurz. Du darfst nicht gar nicht drücken. Du musst nur gucken, dass die Nadel so berührt, oder? Ja. Die Nadel darf nur berühren. Ja, ich weiß. Drücken, ja? Ich weiß, ich weiß. Okay. Warte kurz. Oh, du hast dein Leben. Du hast dein Leben. Du hast dein Leben gemacht. Da ist doch gar nichts. Da ist doch gar nichts. Da ist doch gar nichts. Und nicht so. Nein, warte, das ist gar nicht mehr vorgemalt. Mal lieber noch. Ich komm nicht klar. Sie drückt einfach, sie macht einfach. Und das macht wirklich. Du machst jetzt. Ich muss damit klarkommen. Guck dir die Nadel an, bevor du stehst. Guck sie. Den Fußschalter. Du musst. Erstmal wann? Erstmal. Was ist denn Fußschalter? Yes. Jetzt. Und nimmst du. So. Jetzt triffst du bitte diesen Scheißpunkt, aber nicht zu sehr. Warte! Warte, danke, wackelst du zu sehr! Nein, ich wackel nicht! Drück nicht drauf, ja? Drück nicht drauf. Nur ansetzen, ganz leicht. Okay, du berührst. Ja! Yay! Achtung, mein neuer Job! Tätowierer! Geil. So, Freunde, da ich auf diesem Bildschirm mittlerweile gar nichts mehr sehen kann. Alter, mein Kopf hat gerade geknackt, als ich gar nichts gesagt habe. Von gestern, von der Beule, der hat geknackt. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft. Die Leica Mini X gibt es nirgendwo. Also wirklich nirgendwo. Und deshalb habe ich mir jetzt die gleiche nochmal gekauft. Aber in weiß, habe auch die Garantie direkt verlängert, damit ich die einfach zur Reparatur bringen kann. Also wir haben uns jetzt Nürnberg ein bisschen angeguckt. Ist super schön und es tut mir leid an alle, mit denen wir jetzt kein Foto machen konnten. Es wurde einfach zu voll und wir haben es nicht ganz hingekriegt. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck und deshalb mussten wir die Stadt jetzt verlassen. Ich drehe jetzt gleich noch ein Video mit der Dati. Bin einfach gerade froh, dass ich die neue Kamera habe und ich glaube, ich wechsle jetzt auch mal, weil ich sehe wirklich gar nichts hier drauf. Siehst du was? Nothing. Man sieht wirklich nichts, ne? Hier ist so ein links ist so ein weißer Strich. Vorhin war dieser weiße Strich auch mal irgendwo in der Mitte, hat sich runtergezogen, als wäre das Glas gebrochen. Da haben mir gerade die Haare gefärbt. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Hauptkanal vorbei. Wir alle waren dabei, hier schon immer dabei. Ich habe Dima gerade diese Strähne gefärbt. Wenn ihr sehen wollt, was da für Komplikationen waren, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Hauptkanal vorbei. Es ist furchtbar gewesen. Ja, hier, ja, ganz schlimm. Sexy. Pass auf, jetzt. Oh, wenn du jetzt furzt, ne? So, Freunde, meine Haare sind fertig. Die sind mega krass geworden, aber mir gefällt es super, super, super gut. Ich habe gerade die Kamera geswitcht. Ich habe jetzt eine weiße Leica Mini. Fühlt sich voll scheiße an. Eigentlich fühlt sich voll gut. Und jetzt drehen wir noch ein Video für Dagi. Und dann muss ich noch, das wird echt geil, ich glaube, es wird wirklich geil. Und dann muss ich noch 2 Videos bearbeiten und dann ist sowieso schon wieder 6 Uhr morgens. Ja, und dann heißt es auch schon wieder fast aufstehen und die nächste Show. Melina? Das stimmt, ja. Ja, komm. Ach, eine Bürste, dein Freund. Komm, hier, alles durcheinander. Ja, das ist deine Flasche. 23.04 Uhr, die Stimmung ist gut, oder? Nein. Nein! Nein! Oh. Bah! Okay, cool. Ii. Das ist ja süß. Was ist
daran süß? Ach so. Es sieht aus, wäre hier irgendwas, aber nicht normal. Ich drehe einfach mitten in Dagis Video meinen Vlog. Es ist 23.50 Uhr, wir gehen jetzt runter. Jan hat in 10 Minuten Geburtstag und wir wollen um 12 Uhr sein Zimmer stürmen. Was lachst du? Willst du die Treppen benutzen? Ja. Die ist aber gefährlich. Dann fahr Fahrstuhl. Der ist auch gefährlich. Dann geh die Treppe. Okay, lass Treppen. Was soll das? Ich bin immer da, Alter. Was lachst du da? Ich bin immer da. Los geht's. Leute, das Ganze hat eine komische Wendung genommen. Wir mussten aus dem Zimmer flüchten. Wie das abgelaufen ist, könnt ihr meine Snapchat-Story sehen. Ich werde es euch jetzt hier einfügen. Viel Spaß beim Gucken. Ja, gut, Jan hat Geburtstag. Wir haben das hier mal ein bisschen im Hotelzimmer gefeiert. Alles Gute, Jan. Dankeschön. Okay, tschüss. Alter, Zerstörung pur. Und jetzt alle schnell raus. Geht raus, geht raus. Ich hab nur Sachen an. Nicht aufmachen, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Geht raus. Schnell, schnell. Leute, wir müssen abhauen, weil die voll Terror gemacht haben bei unserem Hotelzimmer. Scheiße.